Hi Leute, willkommen zum neuen CarPoint Video. Diesmal einige Infos zu meinem Kanal, zu meiner Webseite. Da kommen nämlich jetzt ein paar Veränderungen, aber zuerst möchte ich mich bei euch für 100 Abonnenten bedanken. Die 100 Abo-Grenze ist endlich erreicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich meinen Kanal eröffnet habe. Das war 20.07.2018, also 11 Monate hat es gedauert, bis 100 Abonnenten erreicht waren. Hätte mir natürlich gewünscht, dass es schneller passiert, aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft, denn es stehen einige Veränderungen an. Und diese Veränderungen betreffen meinen Kanal CarPoint, meine Webseite CarPoint Angeln zu finden. Natürlich beim Link auf der Hauptseite von meinem YouTube-Kanal rechts bei den Links. Dort findet ihr den Link zu meiner Webseite, heißt carpointangeln.com, also car-point-angeln.com. Und da findet ihr ebenfalls Berichte über meine Angeltouren und so weiter. Aber jetzt zu den Veränderungen. Ich habe ja CarPoint in dem Sinne gegründet, erstellt, damit ich hier meine Karpfenangel-Videos veröffentliche. Aber da ich auch andere Bereiche beziehungsweise in anderen Bereichen Fische, werde ich in Zukunft auch diese Videos hier veröffentlichen. Denn dafür habe ich eigentlich keine Plattform, außer hier CarPoint. Ich war am Überlegen, soll ich den Namen in Fishing Point ändern? Aber jetzt lasse ich das Ganze, weil eben die Webseite CarPoint ist. Und ja, da werde ich da halt... Aber es kann auch sein, dass ich in Zukunft auf Fishing Point YouTube-Kanal auf Fishing Point ändere. Dafür aber die Webseite CarPoint Angeln lasse und dort eben nur Karpfenangeln bediene bzw. über meine Karpfenangel-Ausflüge schreibe und hier auf meinem YouTube-Kanal eben dann auch auf andere Bereiche Videos zeigen werde. Da habe ich ja, wenn ihr die Playlists auf meinem Kanal schon angeschaut habt, da hat sich einiges geändert. Gefangene Fische, die Playlist habe ich komplett entfernt. Das habe ich jetzt alles in Karpfenangeln integriert, weil ja bisher eigentlich alles im Bereich Karpfenangeln passiert ist. Es war nur ein Video dabei, wo ich ein Hecht gefangen habe. Das findet man jetzt unter Spinfischen. Und es gibt auch, also die Playlist, was es jetzt zu finden gibt, ist Angeln allgemein, dann Karpfenangeln, Spinfischen, Zubehör für Angeln, Angelgewässer in Ungarn, dann Posenangeln und Welsangeln. Also Posenangeln und Welsangeln kommt noch dazu. Da werde ich dann sicher auch einige Videos drehen. Welsangeln, da warte ich jetzt auf meine neue Route und ja, hoffe, dass die nächste Woche schon ankommt. Dann gibt es nächste Woche auch das erste Video. Hoffe natürlich auch, dass ich da erfolgreich bin auf Wels. Und sonst Spinfischen wird es auch geben. Also eigentlich wird der Kanal nicht mehr nur rund ums Karpfenangeln Themen gehen, sondern auch eben Raubfischangeln, Spinfischen, dann Posenangeln. Posenangeln wird sicher auch dabei sein auf Hecht, auf Karpfen, wahrscheinlich auf Wels. Aber da werde ich dann das Ganze auch in der Playlist Welsangeln veröffentlichen. Aber sonst Posenangeln wird wahrscheinlich ebenfalls hauptsächlich Friedfischangeln sein.
Welsangeln wird ein großes Thema, wenn das Ganze natürlich auch, wenn das Ganze gefällt und Anklang findet, werde ich dann auch meine Ausrüstung erweitern. Ich werde Welsangeln jetzt nur mit einer Route beginnen und werde dann später eventuell das Ganze ausweiten auf zwei Routen. Mit zwei Routen darf ich angeln. Mal sehen, wie erfolgreich ich bin, wie mir das Ganze auch gefällt. Und ja, je nachdem kann ich dann noch hochstufen, eventuell dann auch an die Donau fahren. Ich möchte jetzt Welsangeln an der Raab, Fluss Raab, möchte ich beangeln auf Wels. Aber die Möglichkeit besteht Donau, Theiß, Körösch, also hier auf jeden Fall kann ich dann ebenfalls Welsangeln. Mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Auf jeden Fall, mein YouTube-Kanal wird vielleicht umbenannt in Fishing Point und sonst meine Webseite bleibt Garpoint Angeln und ja, das sind die Infos, die ich euch mitgeben wollte auf die Veränderungen, die jetzt eigentlich eintreten werden nach fast einem Jahr mit meinem Kanal Carpoint. Und ja, es soll vielseitiger werden, damit ich mehr Interessenten bzw. mehr Besucher anspreche. Es gibt Leute, die sich ja nur für Welsangeln interessieren. Es gibt Leute, die nur Posenangeln betreiben. Es gibt Leute, die nur Spinfischen. Und es gibt auch Leute, die nur Karpfen angeln und weil ich eben alle Leute ansprechen möchte, wird es auch für alle Leute eine Playlist geben, wird es für alle Leute Videos geben und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Hauptthema bleibt natürlich Karpfen angeln, aber ein großer Themenbereich wird auf jeden Fall auch das Welsangeln sein. So. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich hoffe natürlich, die Veränderungen gefallen euch auch. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Carpoint Video oder in Zukunft Fishing Point Video. Mal sehen.